Wir wollen die lange Nacht der Industrie dazu nutzen, in das Bewusstsein der Menschen zu heben, dass Hamburg eben nicht nur ein Außenhandelsstandort ist, sondern ebenfalls ein sehr guter Industriestandort mit tollen Industrieunternehmen. Wer sich für unser Unternehmen interessiert, der wird Folgendes vorfinden. Der wird vorfinden ein traditionelles Unternehmen, ein hanseatisches Unternehmen. Er wird auch vorfinden ein sehr innovatives Unternehmen, denn wir entwickeln Kunststoffe. Das heißt, wir begeben uns auf Felder, wo wir noch nicht wissen, was später rauskommt. Jeder, der Interesse hat an Innovation, der wird bei uns fündig werden. Und schließlich wird er fündig werden, wenn er nach einem sehr international aufgestellten Unternehmen sucht, weil auch wir mittlerweile als Mittelständler in 16 Ländern vertreten sind. Wir haben uns gerade rechtzeitig zur langen Nacht der Industrie dazu entschlossen, unsere Ausbildungsplätze erheblich aufzustocken. Wir werden nicht 2, wie ursprünglich immer geplant, sondern 9 Ausbildungsplätze neu einstellen im kommenden Jahr. Warum tun wir das? Weil wir in diesen Nachwuchspool besonders stark investieren wollen, weil wir darauf natürlich auch oder davon uns sehr viel versprechen.